Ich fand das interessant, was du eben gesagt hast, wie funktionieren Medien. Ich habe gestern erst ganz spät auf Facebook das gelesen, was da abgeht in Spanien und dann auch den sogenannten Shitstorm. Ich bin kein Freund davon, Leute zuzuschütten mit wie auch immer. Ich würde es selber auch nicht wollen, zugeschüttet werden. Ich finde das nicht so produktiv. Aber ich fand es super, dass 800 Leute auf der Facebook-Seite das genutzt haben und da geschrieben haben. Und ich fand dann auch interessant die Reaktion von dem Chefredakteur oder was es war, weil der ein bisschen seine Kriterien offengelegt hat, wonach werden Nachrichten ausgewählt. Und das fand ich hochinteressant, dass sie dann gesagt haben, ja, zum Schluss gab es dann Gewalt und dann haben wir berichtet. Also, dass das ein Kriterium ist, dass das berichtenswert ist, wenn Leute geschlagen werden oder eben Zahlen, immer ganz stupide die Zahlen. Und das sagt in meinem, ich finde, das sagt auch nicht allzu viel aus. Ich war schon auf einer Demo von einer Gewerkschaft am Brandenburger Tor, da waren vielleicht 10.000 Leute, aber es war eine ganz laue Stimmung. Da wurde man zugedröhnt mit Lautsprechermusik und ich habe schon Demonstrationen erlebt mit 60 Leuten, wo ich spüre, da ist eine Energie da und da, so, zum Beispiel hier auch, da machen sich Leute auf und das ist kein Kriterium. Und ich habe mich, also dieses, was wir jetzt erleben, dass falsch berichtet wird oder gar nicht berichtet wird, das hat mich das erste Mal entsetzt vor einem Jahr, im Frühling halt in Spanien, wo ich auch nur über Facebook mitgekriegt habe, was da passiert. Und ich habe total das Herzklopfen gekriegt, als ich gesehen habe, da versammeln sich Leute auf der Straße und machen eigentlich Demokratie, die unterhalten sich. Und dachte, boah, was ist das? Das ist ja super. So kann Demokratie sein. Und da dachte ich, wieso berichten die darüber nicht? Das sind doch Inhalte, die neu sind. Wirklich was Neues, was ich in der Art noch nie gesehen habe, diese Assembleas. Und das habe ich in den Nachrichten nicht wiedergefunden. Da habe ich nur wiedergefunden, in Demonstrationen, wenn es Gewalt gibt. Und das wurde dann oft immer mit dem Wort Ausschreitung, stand dann immer ganz weit oben. Also eigentlich, glaube ich, auch eine Angstmache, die in meiner Fantasie bei den Leuten auslösen soll, Demonstrationen, gleich Ausschreitungen, gleich junge Leute, die Scheiben einwerfen und so und solche Sachen.